Hallo Leute, ich bin's, euer Filmfan R4 auf dem Channel Movie Makers 011. Heute ist Dienstag und ich bin mit meiner Review dran. Sorry, wenn es heute mal nicht so eine wirklich gute Review von mir gibt, weil mir ist gerade wirklich eingefallen, ich bin im Moment saumäßig im Stress. Deswegen wollte ich jetzt auch keinem für ihn es antun, jetzt noch schnell eins zu besorgen. Wie gewohnt, ihr ungewohnter Hintergrund, weil mein Schreibtisch ist sowas von vollgemüllt im Moment. Ja. Es ist keine Themenwoche und ich habe mir einen Film rausgesucht. Wie ihr vielleicht gerade gehört habt, habe ich was aufgemacht. Also es ist ein Steelbook. Und ich finde, es ist ein relativ schönes Steelbook. War auch eines der wenigen Steelbooks, die ich mir über Amazon bestellt habe. Und ich habe es halt auch in so eine Folie hier reingetan. Ja, es ist einer der Filme, die ich wirklich gerne sehe. Und zwar ist es Findet Nemo. Ja, Findet Nemo ist ein Film, den Disney rausgebracht hat vor ein paar Jahren. Ja, wenn ich jetzt mal rate, ich meine, das war 05 oder war das noch früher? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ist hier in der Steelbook-Version, die ich sehr, sehr schön finde. Muss mal eben gucken, wo das Kamerabild ist da. Die ich sehr, sehr schön finde. Auch wenn ich dieses Gold vielleicht ein bisschen übertrieben finde, überall, da hätten wir vielleicht ein größeres Cover vorne noch machen können, aber egal. Ja, ist halt die Special Collection von Disney. 2-Disc-DVD-Set. Auf der Seite sieht das so aus. Und auf der Rückseite halt keine richtigen Bilder vom Film, sondern das Bonusmaterial und wie die DVD von innen aussieht. Ja, dann machen wir einmal auf. Sieht das mir so aus. Hat man einmal hier die zwei Discs, einmal den Film und die Extras und einmal, ich glaube nochmal eine Extra-DVD, genau. Einmal Film mit Extras und nochmal eine Extra-Disc mit Extras. Dann hat man hier zwei Magnete. Ist so eine Disney Collectors Game. Wenn man alle Collectors Editions von Disney hat, dann hat man sie halt alle und dann kann man damit halt irgendwie spielen oder wie auch immer. Hier sieht man einmal auf einen Blick alle, die es von Disney gibt. Es sind unter anderem ein paar Titel dabei wie Pocahontas, Mulan, Lilo und Stitch, Aristocats, Tarzan, die Unglaublichen, Monster AG und all sowas. Ja, das war eigentlich auch schon das zu der Hülle. Dann war hier natürlich Disney-Werbung mit bei, Disney News und die Anleitung zu diesem Collectors Game. Ja, Spielanleitung bei diesem spannenden Suche nach den passenden Bilderpaaren. Es ist, sind Konzentration und ein gutes Gedächtnis gefragt. Ein lustiges Spielvergnügen für die ganze Familie. Ja. Gut, dann. Ja, also der Film. Ich denke mal, den Film werden viele, viele kennen. Ja, also ich habe einen Moment, habe ich habe nicht im Kino gesehen damals. Ich habe mir auf DVD angeguckt und mir hat er von Anfang an wirklich gut gefallen. Ich gucke auch jetzt noch gerne, auch wenn ich weniger diese Disney-Filme gucke, weil ich finde, die Qualität hat einfach abgenommen. Ja, also es geht darum, dass die Clownfisch-Familie, also besser gesagt der Papa Merlin, heißt der Merlin, ich meine schon Papa Merlin und halt Nemo, Marlin, nicht Merlin, Marlin. Papa Marlin und Nemo sind halt zusammen, weil die Mutter früher von einem Haifisch getötet worden ist. Ja, auf jeden Fall ist sie getötet worden, als er noch nicht geboren war. Und er war das einzige Ei, was überlebt hat. Und seitdem hat Marlin halt tierisch Angst um seinen Sohn, passt halt übervorsichtig auf ihn auf. Und dann kommt er halt später in die Schule, Nemo, und wird bei einem Ausflug von Tauchern gefangen, die ihn dann natürlich an Land bringen und in ein Aquarium schmeißen. Marlin ist natürlich außer sich vor Angst und setzt alle Wege in Kraft, um Nemo zu finden. Dabei begegnet er Dory. Sie ist ein, was ist das denn für ein Fisch? Moment. Moment.
Ja, ich weiß gerade nicht, was das für eine Fischart ist, aber das ist ja auch mehr unwichtig. Ja, die trifft die halt. Marlin trifft halt auf Dori. Und ja, Dori, die ist einfach so genial. Also, wer den Film kennt, der weiß, warum Dori so genial ist, weil die ist einfach so genial lustig. Also, du lachst dich schlapp und dann kommen halt später die Haie dazu, die von Erkan und Stefan gesprochen werden. Und das ist einfach ein super, super lustiger Film. Also, ich habe mich zum Teil echt schlapp gelacht, vor allem, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich konnte nicht mehr. Also, ja, dann schwimmen halt Dori und Marlin zusammen, um Nemo zu finden. Nemo ist währenddessen halt in Sydney und in einem Aquarium. So, und mehr erzähle ich jetzt auch nicht, was alles passiert, wie Marlin seinen Sohn versucht zu finden, ob er ihn findet. Das muss er natürlich selber rausfinden, obwohl ich denke, dass viele den Film gesehen haben. Also ich war erst am Zweifeln, ob ich mir den in der Edition hier hole, aber ich fand, finde den Film wirklich so klasse. Deswegen war es eigentlich für mich Pflicht, dass ich mir den in dieser Edition kaufe. Und da ich sie halt die ganze Zeit in dieser Folie drin lasse, sieht die auch noch aus wie neu. Ja, das war meine Review. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Extras sind halt auf dieser DVD auch enthalten. Zum Beispiel persönliche Einführung von den Regisseuren, visuelle Kommentare, virtuelles Aquarium, Musikvideo von Robbie Williams, ein Spiel, das heißt Lustige Fischparade, Herr Rochens Fischlexikon und viel mehr. Also ihr könnt auch da sehen, es ist echt viel. Ich habe nur einen Teil davon geguckt und werde mir vielleicht auch mal alles angucken. Aber mal sehen. Dann noch eine kleine Information schnell an meine Abonnenten und vor allem an die Leute, die meine Videos gucken. Dieses Wochenende, also es kam jetzt ja auch schon 4 Tage kein Video von mir. Und dieses Wochenende, dieses langes Wochenende, ich habe ein langes Wochenende jetzt, also Donnerstag, Freitag auch frei, Donnerstag ist Feiertag, wird kein Video von mir kommen, da ich nicht da bin. Und ja, danach wird wieder ein Video kommen. Von daher, also es wird auch, ich habe mir jetzt zwischendrin wieder ein paar DVDs gekauft. Die werden vielleicht in einem Update mal kommen, wenn ich die alle, wenn ich wieder genug zusammen habe. Aber im Moment sind es halt keine größeren Einkäufe mit vielen DVDs, da ich ja, wie ihr in meinem letzten Unpacking gesehen habt, was sehr Großes bestellt hatte. Und ja, ich bedanke mich dann ganz herzlich. Und ja, ich verabschiede mich hier in den Sternen. Bis zum nächsten Mal.